Willkommen zurück, Leute, zu New Super Luigi U. Ja, wir befinden uns mal wieder in Welt 1. Warum zur Hölle befinden wir uns in Welt 1? Ja, im Secret Exit gibt es ja noch was für uns zu finden. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich erinnere mich zumindest, der gute Appetit. Ja, das ist eine ziemlich fiese dritte Starcoin gewesen, möchte ich jetzt mal einfach so sagen. Ups. Für all diejenigen, die wissen, wo sie ist, die werden mir vielleicht recht geben. Und alle anderen, die es noch nicht wissen, die werden mir gleich recht geben. Denn, wie kommt man denn auf sowas bitte? Da muss man ja voll viel Glück haben, um darauf zu kommen. Meiner Meinung nach zumindest. So, der blöde Fisch. Ah, der blöde Fisch. Geht mir alle aus dem Weg. Ich möchte diesen Fisch da erstmal erledigen, richtig. So, die Sache ist nämlich die, die sind so ultra, ja, nicht gut, nicht gut. Gar nicht so gut, wie man mal dachte. Ja, nee, also, worauf ich hinaus will, ich krieg einfach hier nicht alle Münzen. Ja, so. Man kann hier weiter hoch. Hier ist die zweite Starcoin und dann kannst du einfach weiter hoch. Ja, ist klar, ne? Natürlich. Da kommt jeder sofort drauf, weil es auch total viel Sinn macht und so. Es ist logisch, ja, ja. Ah. Ach so, und dann sind wir hier hinten. Aha. Aha, aha. Ja, das ist sehr schön, aber auch sehr schwierig. Irgendwie, mehr oder weniger. Findet ihr nicht? Also, ich finde schon, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, was ihr mir so schreibt, ob ihr auch der Meinung seid, dass das ein bisschen fies war oder halt nicht, ne? Ansonsten habe ich hier noch was vergessen in Welt 1. Hat mir sogar jemand geschrieben, einer hat's gemerkt. Schmeiß mir dafür was weg. Nein, komm. Ich muss die Dinger mal langsam einsetzen. Die vergammeln da ja einfach nur. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. So, wir haben ja noch im Schloss eine Coin vergessen. Oh Mann, in der Dunkelfestung, natürlich. Hat mir, ja, wie gesagt, hat mir nur ein einziger geschrieben. Zumindest zu dem Stand, wo ich das letzte Mal geguckt habe, wurde es mir genau einmal geschrieben. Und das ist natürlich, ja, reicht. Reicht natürlich vollkommen, weil einmal, dann weiß ich Bescheid und denke mir, wow, das ist ja, hast du recht. Da hast du komplett recht. Und da denke ich mir dann, wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich das denn verpeilen, dass ich hier noch was holen muss? Aber gut, das soll überhaupt nicht das Problem sein, denn ich weiß, wo es ist. Und das war auch so eine Sache, wo ich mir damals meinen eigenen Part reingezogen habe auf YouTube. Habe ich dann sofort gesehen, oh mein Gott, hier ist doch eine Lücke. Und ich dachte mir nur, wie zur Hölle konntest du diese Lücke hier übersehen? Das geht doch gar nicht. Wie kann man denn so blind sein? Ja, natürlich. Mann, Mann, Mann. So einfach ist es tatsächlich. Zack. Und auch diese Coin haben wir nachgeholt. Ja. Schön, schön, schön. Die Dunkelfestung, Leute. Damit dürfte die Dunkelfestung auch schon wieder vorbei sein. Ja, ich will das Hörnchen eigentlich... Ne, ich behalte das Hörnchen auch. Ich glaube, damit kann ich Lemmy sogar ziemlich gut besiegen. Müsste. Doch, doch, doch. Das geht. Das geht ziemlich einfach. Wie gut, dass ich so gut bin. Ah, Leute, das Spiel macht so unendlich viel Spaß und ich habe gerade ein ganz kleines Problem mit dem Spiel, denn es kommen ja irre viele Let's Plays raus, ihr wisst es. Und irgendwie die meisten der Let's Player oder so ziemlich alle, bei denen ich schaue, die sind als nächstes in die Eiswelt gegangen und nicht ins Minzmeer. So, und damit ich mich nicht spoiler, muss ich jetzt selber dringend aufnehmen. Also ich hätte sowieso aufnehmen müssen, davon mal abgesehen, aber ich wollte eigentlich morgens aufnehmen und jetzt mache ich es mitten in der Nacht, weil ich mir dachte, nee... Du möchtest jetzt aber doch gleich auch die LPs gucken. Und wie gesagt, ich darf mich nicht spoilern lassen. Und deswegen müssen wir hier noch ein bisschen die Eiswelt mal eben durchholzen im besten Fall. Zack. Ja, ja. Mal gucken, wie es läuft. Zwei Levels von der Eiswelt kenne ich. So viel sei schon mal gesagt. Also zwei Levels kenne ich. Die ersten beiden halt, ne? Da bin ich leider schon ein bisschen... Und jetzt kriegen wir auch die Meldung. Alle Sternmünzen im Eichenhain gesammelt, wofür das wohl gut ist. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, Wollo, geil, Mann, jetzt geht's endlich in die Eiswelt, oder? Nein, natürlich nicht. Denn auch hier haben wir noch etwas zu holen. Und zwar den Secret Exit. Der wurde mir auch geschrieben, wo es den gibt. Oh, ja komm, nee, hau ab, schade. Jetzt kriege ich ja wieder einen Propellerpilz. Oh, zwei sogar. Ich dann noch zwei Propellerpilze, das wäre nur fair. Hui. Oh, fuck. Oh, fuck. Ey, das gibt es nicht. Was ein Arsch. Naja, egal.
Es ist nicht so, dass wir den Eichelpilz oder den Super, die Super-Eichel, genau, Super-Eichel nennt sich das Ding, ja, Eichelpilz, was ein Blödsinn. Die Super-Eichel brauchen wir nicht unbedingt, den Propellerpilz, den nehmen wir aber dann doch mal mit und tauschen dafür. Ja, komm, dann tauschen wir noch eine Eichel weg, das ist schon okay. Soll hinkommen, okay, Leute, der Secret Exit muss natürlich auch noch geholt werden. Ja, Mollo, natürlich, geht doch mal oben, vielleicht auch dahin, wo der ist. Das wäre schön. Nämlich im Tanz der Gesichtsfelsen. Da gibt es noch einen wunderbar guten Secret Exit. Und das Extra-Leben gönnen wir uns natürlich. Na sicher. Ja, kein Thema. So. Also das dürfte hier eigentlich kein Problem werden. Außer dieses blöde Vieh hier. Erledigt uns. Oder er hier. Der könnte natürlich auch gefährlich werden. Man kennt das. Und guckt mal hier. Bam. Hier geht's rein. Ja. Es ist ein Traum. Auf solche Ideen komme ich nicht. Im Grunde müsste ich in diesem Spiel überall, also einfach wirklich überall, Stampfattacken machen, oder? Wow. Also irgendwie ist es so. Ich müsste wirklich eigentlich, also überall, wo man ein Secret Exit vermuten sollte, müsste man Stampfattacken machen. Und das finde ich ein bisschen fies. Das ist zu schwer versteckt, Nintendo. Das ist meiner Meinung nach zu schwer versteckt. Das ist ein bisschen unnötig, ein ganz, ganz kleines bisschen. Okay, und dann haben wir hier ein Eislevel als Secret Exit. Ich denke mal, das wird dann ein extrem schwieriges Eislevel. Ob man sich drüber freuen möchte oder nicht, das ist dann die andere Frage. Okay. So, let's go. Ja, richtig. Schlüpfrige Strickleitern. Aha. Oh, das ist so ein Level. Oha. Oha. Oha, oha. Wir, ja, nee, ist klar. Nichts? Ernsthaft? Nichts? Auch hier oben nicht, Luigi? Hast du Bock mal zu gucken? Doch mal hier. Ach du. Okay, da ist die erste Coin. Ich sehe sie gerade. Die ist ganz, ja, schade. Da hätte man ein bisschen höher springen müssen. Ich hatte allerdings ein bisschen Angst wegen der Piranha-Pflanze. Muss ich jetzt mal so zugeben. Okay, schlüpfrige Strickleitern. Das ist gar nicht mal so einfach, würde ich mal behaupten. Vor allen Dingen, wenn man auch am Anfang schon... Ah, ich wollte gerade sagen, da ist vielleicht die erste Coin auch, ne? Aber da ist sie ja nicht. Da kann sie ja gar nicht sein, weil hier ist ja die erste Coin. Gerade ein bisschen Angst gehabt. Ups, ja. Luigi muss sich halt vernünftig an diesen dämlichen Strickleitern festhalten. Boah, man könnte... Ah, man könnte. Aber wir haben dadurch gerade gesehen, dass wir da nicht rein können. Ich hatte halt die Befürchtung, vielleicht kann ich da irgendwie reinspringen und die Piranha-Pflanze verbirgt irgendetwas. Ja, das könnte ja natürlich gut sein. Wir haben aber Glück und das ist nicht so. Wunderbar. Dann wollen wir mal weiter gucken. Alles halb so wild. Geben uns einfach Mühe und dann läuft das schon. Ja, der Koopa da, der kann mich mal ein bisschen. Kannst mich. Okay, wunderbar. Mit einem Pilz fühlt man sich auch gleich besser. Das ist ja auch einfach eine Tatsache. Ach du Scheiße. Was wollen die hier von mir? Das ist ja wohl auch ein bisschen... Ein bisschen übertrieben, könnte man sagen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man hierdurch was verpassen. Hupsa, und wir haben alles und wir haben auch die zweite Coin. Ah, das wäre geil, wenn wir mal ein Secret Exit direkt schaffen. Und da ist die dritte. Okay, und warum ist die dritte jetzt so geschenkt? Okay, die waren alle geschenkt irgendwo, ne? So ein bisschen. Ha, der 8-Bit-Luigi rutscht gerade so wie früher. Ups, auf dem Eis kann man gar nicht rutschen. Also nicht so, wie er da gerade rutscht. Was soll's? Gut. Wunderbar. Was willst du denn mehr? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das so... Aha. Aha, aha. Und... Ah, nee. Ich wollte zwei Sprünge setzen. Na, was soll's? Halb so wild. Okay, das lief doch gut bis jetzt. Wir haben eine Menge nachgeholt. Wir haben das Secret Exit schon geschafft. Das ging extrem gut. Okay, dann kann ich jetzt auch ganz beruhigt in die Eiswelt gehen. Wie gesagt, da kenne ich noch zwei Level. Und sobald wir die hinter uns haben, ist das wieder blind. So blind, wie das Secret Exit gerade war eben. Okay, und da geht's schon in den Limonadendschungel. Oh mein Gott, der Limonadendschungel. Und da kommt die Meldung. Alle Sternmünzen in der Sandkuchenwüste gesammelt. Top. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Secret Exit im Minzmeer ist, also der müsste definitiv im Buhu-Schloss sein. Also, was heißt, im Buhu-Wrack halt. Ja, jetzt ist nur die Frage,
Die große Frage des Tages, wo da? Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob ich das, ja, es hat mir, glaube ich, keiner geschrieben. Jetzt ist die Frage, ob ich da einfach mal so auf blauen Dunst nochmal reingehe und überall Stampfattacken mache. Und da ist schon wieder das nächste Geisterschloss. Och, Mann. Heieiei, na komm, aber wir machen jetzt erstmal hier das Boxballturnier im Drehsternhimmel. Denn, wie gesagt, das kenne ich schon, das sollte jetzt nicht so das Riesenproblem werden. Weil, wenn man es kennt, ne, es ist dann... Ist es ja ganz chillig. So, hier ist Darkman Nummer 1. Den muss man ein bisschen antäuschen hier. Na? Sonst haut er dich damit um. Man mag es jetzt vielleicht nicht glauben, dass es so ist, aber... Ah, man kriegt auch manchmal echt nur Pilze, ne? Also manche Level sind darauf ausgelegt, dass du maximal einen Pilz kriegst und mehr nicht. So, jetzt hier bitte. Dum, 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 dum. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Genau, mach das mal auf. Und jetzt... Tschüss, Mann. Pillepalle. So, wunderbar. Das läuft natürlich. Ups. Ja, hätte es auch anders gedacht. Und hier müssen wir schnell sein, ja. Wenn man es weiß, ist es natürlich gar kein Thema. Also, dann kann man das gut schaffen. Dann ist das Level auch gar nicht mal so schwer. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal dann doch ein, zwei Versuche gebraucht. Aber wie gesagt, Leute, die schwierigen Passagen und Blind und blablub, das geht jetzt bald wieder los. Also in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr, keine Ahnung. Mal gucken, wie viel wir jetzt noch packen. Das zweite Level ist, glaube ich, auch gar nicht mal so... Nee, das war nicht so einfach. Entschuldigt bitte, meine Nase juckt ein wenig, deswegen bin ich abgelenkt. Ich bin echt abgelenkt. Pincool-Polka. Okay. So, und wo waren... Ups, wo waren denn hier die ganzen... Coins, okay, die erste ist geil. Die erste ist auf jeden Fall geil. Eisblume werden wir brauchen. Eisblume werden wir definitiv brauchen. Wow, das war natürlich dann sehr clever, wenn man die Eisblume braucht. Aber wir kriegen mehr davon. Jupp. Das Wichtige ist nur, dass wir nicht vorher getroffen werden, ne? Das ist halt wichtig. Ah, nervt mich nicht, nervt mich nicht, nervt mich nicht. Ups. Nein, da kriege ich noch eine. Ah, jetzt kriege ich natürlich keine mehr, ne? Nee. Dann müssen wir es... Ja, das ist doof. Das ist natürlich sehr doof. Ja, dann müssen wir es so machen, dann müssen wir es so machen. Ups, und raus. Ja, normalerweise hätte man da einen von denen einfrieren müssen. Und ja, dann hätte das auch wohl geklappt. Dann wäre das gar kein Thema gewesen. Aber gut, so geht's halt auch. Im Zweifelsfall. Ja, haben wir das auch noch gepackt. Wunderbar. Das ging sehr schnell. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell alles. Hm, dann könnten wir den Turm auch noch machen. Hm, ist die Frage. Ah ja, den kann ich eh nicht mit in den Turm nehmen. Ja, sehr clever. Sehr, sehr clever. Danke dafür. Das ist ja... Du bist ein Held. Vor allen Dingen, ja. Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, weil ich bei denen so gut bin. Ich bin bei denen so unfassbar gut. Da habe ich ja gar keine Probleme mit. Dann sollte ich das auch vielleicht machen. So, schnell, 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 schnell. Ich will damit nichts zu tun haben. Eiszeit im Tauwetterturm. Gut, das gehen wir auf jeden Fall noch an. Und das werden wir noch schaffen. Und eventuell sogar mit 3 Coins oder so. Lasst mich hier mal. Okay. Aha. Ich hätte jetzt gedacht, die... Oh, okay, das war cool. Ich hätte jetzt gedacht, die kommen da so vielleicht ein bisschen versetzt. Aha. Nein, 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 nein. Ich wusste es. Das hat man gesehen. Und das ist halt dafür da, dass man schnell mal was verpassen kann, ne? Okay, hier ist nichts. Wow. Wow, finde ich jetzt aber auch nicht... Wow, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber ansonsten... Ach so, da ist eine Coin. Ja, nee. Das war sogar die zweite. Cool. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich jetzt am besten mache. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die ist vielleicht an der Stelle, aber nee. Da ist die dritte. Aha. Keine Ahnung. Da hätte irgendwo eine Röhre sein müssen. Aha. Aber wo? Wo denn bitte? Na egal, da kommen dann saven wir das jetzt eben erst ab. Was soll's? Macht ja nichts. Eben nur Bum-Bum besiegen. Sollte jetzt nicht das große Thema sein. Und dann schauen wir mal, wo diese versteckte Röhre sein könnte. Ja, Kamex, brauchst du dich gar nicht freuen. Da brauchst du dich gar nicht freuen. Das ist gleich hier vorbei.
Da hast du nichts zu lachen, Mann. Ah, er wieder. Also die ganz normale Version da mit dem Gespringe. Aber es ist halt rutschig. Es ist halt rutschig. Das ist die Schwierigkeit. Das war dumm. Wunderbar. Ich überlege gerade, einen Fliegerpilz einzusetzen mal. Wir haben davon so viele. Allerdings, nee. Damit bringe ich mich ja nur um. Nein, damit bringe ich mich ja ganz schnell um. Ich habe auch schon eine Idee, wo die Röhre sein könnte. Seien wir ehrlich. Ich bin an der einen Stelle einfach nur falsch gesprungen. Also wo man da hoch musste mit diesen komischen Stalagniten, Eiszapfen wohl eher. Mit den Eiszapfen, die da runterfallen. Na komm, nee, wir brauchen nichts. Da gab es ja die eine Stelle, wo man ganz, wo ganz links nichts war und dann war da noch ganz rechts irgendwie. Was? So in der Art. Worauf willst du hinaus, Wollo? Da war rechts ein Loch in der Wand und da bin ich ja hingesprungen. Also in der Decke war ein Loch. Da bin ich ja mal eiskalt reingejumpt und ja, da war ja im Endeffekt nichts. Wie wir rausfinden mussten, leider Gottes. So, sehr gut. Ich werde es euch gleich zeigen, ja. Ich denke, das ist die bessere Option. Wow, voll schwer. Eigentlich nicht, es geht. Ist noch voll im Rahmen. Das ganze Spiel ist wirklich im Rahmen. Ich hätte es echt gar nicht so gedacht. Seht ihr, also jetzt kann man ja hier einmal ganz schön, so. Und dann sind wir ja hier hochgesprungen. Wir können aber natürlich auch hier hochspringen. Und stellen fest, da ist nichts. Ah. Okay. Ach so, okay, die Röhre soll uns ein bisschen verarschen, kann das sein? Beziehungsweise die Röhre ist nur dafür da, dass wir wieder zurück können. Oder raus, oder whatever. Ja, da hätte man auch gleich drauf kommen können. Aber okay, wo ich dann gesehen habe, hier ist keine versteckte Röhre. Da habe ich es mir dann beinahe gedacht. Ja, ja. Du bist so clever. Ich weiß, danke schön dafür. Ja. Immer diese vielen Komplimente. Ich drehe am Rad. Bums. Hier muss man echt ein bisschen länger warten. Ich lass mich von dem so ein bisschen verarschen teilweise. Ja. Wurde doch gar nicht getroffen, Mann. Ich weiß, weil ich gut bin. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier auch schon einen guten Teil von der Eiswelt geschafft. Das ist ganz nett. Könnten natürlich auch noch ein Level angehen an sich. Jetzt hast du es an. Nein, dann wird der Part zu lang. Da beschweren sich. Viele beschweren sich tatsächlich über zu lange Parts. Und deswegen lassen wir das mal. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr hattet halbwegs Spaß mit diesem Part. Bis dann und ciao.